Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 23.12. Ich habe gestern schon mal damit begonnen, den Schrank an die richtige Stelle zu stellen. Ich habe aber den, der in der Ecke stand, nach vorne geholt. Also, den habe ich jetzt dahin gestellt und den ich gestrichen habe, in die Ecke, alles wieder eingeräumt. Hier wird dann unser Weihnachtsbaum stehen. Doch alles irgendwie passend gemacht. Müssen wir ein bisschen sauber machen, weil unter dem Schrank war natürlich auch ein bisschen Staub. Und heute wird es so laufen, da ich noch schnell Kartoffeln holen muss. Die hatten am Samstag keine einzige Kartoffel mehr im Geschäft. Muss ich jetzt nochmal schnell am Montag losflitzen, Kartoffeln holen. Und die Fleischwurst, die ich hatte für den Kartoffelsalat, ja, die haben die mir auch schon weggefuttert oder zum Teil. Und das ist das, was ich noch schnell erledigen muss. Vielleicht noch das ein oder andere Getränk. Und dann geht es hier los. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich werde jetzt aus dem Keller den Weihnachtsbaum holen, da wir ja keinen echten haben. Wir stellen ja jedes Jahr immer den künstlichen auf. Und in der Zeit, wo ich kaufen bin, werden die Kinder alles hier zu Hause baumtechnisch aufbauen. Und ich lasse mich überraschen, wenn ich vom Einkauf zurückkomme, ob denn alles funktioniert hat. Weil, wie gesagt, die vier verstehen sich ja Bombe. Ich wandere jetzt dann mal in den Keller. Wolltest du mir tragen helfen, Rick? Wenigstens die Baumkugeln. Ja. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich den da vernünftig rauskriege. Ich habe zwar aufgeräumt hier in dem Keller, aber trotzdem ist das hier alles ein bisschen... Ach gar. Ja, obendrauf sind die Baumkugeln. Und das war das, was ich eigentlich noch... verscherbeln wollte. So, geh mal eben, damit ich den schon mal rausschälen kann. Und dann kann ich nämlich auch die passenden Kugeln holen. So, einmal das. Warte, ich gib's dir in die Hand. Tropft auf jeden Fall nicht mehr. Wir mussten da beiflicken lassen. Der Keller stand auch schon mal ein wenig unter Wasser jetzt hier. Oder geh hoch, stell ab und dann kommst du runter, dann holst du den zweiten Karton. In der Zeit kann ich nämlich einen tollen Weihnachtsbaum hochschleppen. Ups. Was? Du hättest auch das Essbare mal eben auf den Tisch legen können. Ben kommt auf den Tisch. Rick, hast du den schon abgewischt? Oh, du bist ja fix. Ich saug jetzt. Jetzt bleibt die andere auf der Couch sitzen. Ja. Die rote Tischdecke, entweder ist sie da drin oder ich habe die in der Schublade. Schatzi, ich bin noch nicht die Tür raus. Ja, ja, eben hat dich das auch nicht gestört, als ich mit im Keller war. Da hattest du auch dein Wäckchen da im Mund. So, Gott sei Dank sind Weihnachtskugeln leicht. So. Müsst ihr gucken, ne? Du kriegst das schon hin. Ich gebe dir die volle Verantwortung und kein Gestreite dabei. Und auch an die Jungs. Vernünftig arbeiten, rundherum. Ich muss nicht durch. Sonst gebe ich dem Weihnachtsmann eine Umleitung. Dann fährt der hier dran vorbei. Ich bin jetzt am Lidl angekommen und es ist erschreckend. Der ganze Parkplatz, alles, grenzwertig voll. Also so voll ist es hier sonst nicht. Ja, mich ärgert es, dass ich auch heute noch mal raus muss, weil ich normal die ganzen Sachen am Samstag ja schon besorgt habe. Ja, Kaugummischen. Sind ja nur Kleinigkeiten, die ich noch hole. Mal gucken, wie es jetzt da drinnen abgeht. Ganz außer Atem. Ich habe auf jeden Fall meine Einkäufe schnell erledigt, was mir noch fehlte. Ich habe jetzt auch noch Geschenkpapier geholt, schnell, im Rossmann. Also Wahnsinn.
ich bin so außer Atem, weil ich von hier an das nächste Geschäft einfach rüber gejoggt bin, weil ich mir dachte, lass besser dein Auto hier stehen. Kriegst da hinten eh keinen Parkplatz. Ja. Ich werde jetzt schauen, wenn ich nach Hause komme, inwieweit, ich war ja jetzt auch lange genug weg, die hatten genug Zeit, da etwas hinzurichten. Bin schon mal ganz überrascht. Oder ich lasse mich überraschen, was sie hingekriegt haben. Wie es aussieht, ob sie fertig sind. Ich bin echt ganz aufgeregt. So, jetzt habe ich mich aber auch langsam wieder beruhigt. Und ach ja, falls noch irgendwas fehlt, morgen hat man ja immer noch die Möglichkeit, nochmal irgendetwas nachzukaufen. Aber meine Güte, es sind nur 2 Feiertage. Ich habe genug zu essen zu Hause. Ich habe alles im Vorrat gekauft. Genügend Getränke und bla bla bla. Aber jetzt erstmal schauen, was meine Juden zu Hause gerichtet haben. So, ich schaue jetzt erstmal alles vor die Tür. Und dann schwupse ich da mal rein. Das sind zu viele Taschen. Ich habe natürlich wieder ganz geschickt so eingepackt, dass man das, was als Geschenk gedacht ist, in meiner Handtasche verstaut ist. Die sollen ja nicht wissen, dass ich ja doch was für die geholt habe. Ich muss aber auch noch einen Kofferraum lernen. Und die ganzen Getränke, naja, das sind die Sachen, das kann ich auch noch später reinholen. Dann sind sie wenigstens gekühlt. Aber so kalt ist es doch nicht. So. Nimm mal. Oh, wie viele Geschenke hast du? Ja, eigentlich, ich habe ja gar nicht so viele Geschenke. Ja. Mama ist da ihr Kröten. Ja? Ich habe ungefähr eine Stunde diese scheiß 3 Lichterketten auseinander gemacht, weil die eigentlich nicht funktioniert. Welche? Die da im Karton ist. Hat gar nicht funktioniert. Gar nicht. Mama, ich habe eine Stunde lang gefühlt diese ganzen 3 Dinger auseinander gemacht. Bei mir Ball. Mama, ich habe alleine den Tampon geschmückt. Mit mir. Wow. Ja. Hi, kleiner Fuzzi. Hast du auch irgendwas gemacht? Ja, der hat auch geholfen. Er hat gelegen, hat ich geguckt. Ich hab die ganzen Herzchen drauf gemacht. Ich hab von den Lilanen aufgehauen. Schön. Mama, das war eine Arbeit. Wir können ihn ja ein klein bisschen hier weiter vor, sonst wegen der Terrassentür zum Aufbau. Aber da sind auch noch so viele Murmeln drin. Ja, das möchte ich übertreiben, oder? Von den Silbernen passen da noch ein paar bestimmt, oder? Ja, Silber! Und kleine. Ich finde das schön. Bombardier ihn doch total voll. Voll. Ja? Das hättest du sehen müssen, wie ich hier gesessen habe, die 3 Lichterketten versucht auseinanderzumachen. Ne? Gott sei Dank war ich so lange kaufen, ne? Ich dachte mir so scheiße, wenn man rauskommt und sieht, dass ich die Lichterketten ja, ich habe Oma Opa getroffen. Und? Komm, ja, komm, 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 komm. Wie früh kommen die morgen? Ja, normal, so Nachmittag, ne? Ich denke, ich kann ja noch mit denen telefonieren. Ich mach wieder Musik. Ich hab Hunger. Wie, ich hab Hunger? Kannst du jetzt den Salat machen? Was für ein Salat? Der Salat. Hör mal, für den Kartoffelsalat muss ich erstmal die ganzen Kartoffeln kochen. Dann werden die gepellt. Ja, ich pack erstmal die Sachen aus. Klar, häng auf, was du aufhängen möchtest. Also ich bin total begeistert, was die Lieben gemacht haben. Haben die wirklich super gemacht? Und ich habe mir den Stress damit gespart. Weihnachtsbaum aufbauen. Ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so was, wo ich mir ein Bein für ausreiße, das ich machen kann. Ne? Ich finde es schön, dass die das erledigt haben. Und das haben die super hingekriegt. Naja, erstmal jetzt die paar Lebensmittel auspacken, die mir fehlten. Was das Beste war, ich war eben kaufen und hab natürlich die Zwiebeln. Und den Essig vergessen. Also musste ich gerade nochmal ganz schnell fahren, um dazu holen. Sonst kann ich nämlich nicht den Kartoffelsalat, den ich zubereite, machen. Ich bin schon einen riesen Pott Kartoffeln am Kochen. Währenddessen mache ich jetzt hier schnell Ordnung.
Das eben, ja, schon. Also, ich meine, jetzt, wie ich gerade gefahren bin, war schon gar nicht mehr so extrem viel los. Vielleicht ist gerade so kurze Ruhepause. Morgen wird mit Sicherheit auch mal das eine oder andere sein, dass die Leute laufen. Aber ich denke mal, ich habe genug an Getränken besorgt. Wo sind denn hier diese Strohhalme? Mensch, die braucht doch kein Mensch. Ich habe alles an Getränken besorgt, zu essen. Ich glaube, das wird alles reichen. Ja. Aber ich muss erstmal hier Ordnung schaffen, damit ich überhaupt Platz habe zum Arbeiten. Ich hatte auch eben bei dem Einkauf, bei dem ersten Einkauf, meine Eltern getroffen. Geschäft. Immer schnell noch so ein bisschen abgecheckt, wer wie was wo. Wobei mir dabei dann auch auffiel, dass ich die Brühwürste vergessen hatte. Wie gut, dass ich die getroffen habe, sonst hätten wir morgen ohne Brühwürste da gestanden. Ah, oh, ist das herrlich. Ja, bei uns gibt es Kartoffelsalat, Brühwürste, Eier, kalte Küchentür, Fenster auf. Ich mache keine Gans oder Ente oder sonst irgendwas. Ist sowieso nicht jeder. Dirk ist immer noch arbeiten. Den kriege ich auch gar nicht ans Telefon. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich hier kaputt machen? Ha? Nein, nicht kaputt machen. Die kann man nicht kaputt machen. Die habe ich ja extra, dass ich da die Kinderregeln einführen kann, weißt du? Ein paar Bonbons. Bitte? Ein paar Bonbons. Dann nimm dir welche. Wie soll ich das machen? Ein Schälchen? Ja. Ja. Wo ist ein Schälchen noch? Der Mülleimer ist hier. Multibill. Tourne. Kannst du den Mülleimer mitnehmen? Noch dazu. Ich bin die ersten Vorbereitungen für den Kartoffelsalat am Machen. Also ich habe die Brühe schon mal fertig. Das ist ein halber bis dreiviertel Liter Gemüsebrühe. Ich habe heute 4 Esslöffel Essig genommen, einen guten Teelöffel Senf, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1,5 Teelöffel Zucker, falls Pfeffer. Das köchle ich jetzt ein bisschen auf. Dann werde ich in der Zeit über 2 Kilo Kartoffeln pellen. Fuck, da liegen sie alle. Ja. Das ist das Übelste an der Geschichte. Das ist die Riesenschale. Alle andere Sachen. Also, so ein großer Kartoffelsalat nicht rein. Da wird das alles gleich reingemacht. Ja. Yeah. Wunderbar. So, die Kartoffeln erstmal pellen, auf die Seite stellen. Nehmen wir den. Ich denke, da werden die Kartoffeln an sich eigentlich alle reinpassen. Sind wir als erstes kommt dann die Brühe auf die Kartoffeln. Die ist aber noch heiß. Kommt die Brühe auf die Kartoffeln. Und dann kommt erst die Mayonnaise. Ja, man kann die Mayonnaise selber machen. Ich bevorzuge den schnellen Weg und nehme fertige Mayonnaise aus der Tube. Und schmeckt genauso lecker. Ich habe mir jetzt alles zurechtgeschnippelt. Natürlich den Haufen Kartoffeln. Das waren übrigens, ich glaube, 3 Kilo oder so. Ja, die Kartoffeln gepellt. Die Eier gepellt. Ich habe mir, weil es eigentlich schneller gehen sollte, fertig gekochte bunte Eier genommen. Die waren diesmal so kacke, die ließen sich überhaupt nicht schälen. Die sehen echt alle aus wie Trümmermonster. Egal, die werden ja sowieso zerschnibbelt, sieht keiner. Hier ist geschnittene Fleischwurst und Gewürzgürkchen drin. Ja, und halt meine fertige Mayonnaise. So, ich beginne damit, erst die Kartoffeln zu schnippeln und dann die flüssige Sud da rein zu kippen. Und zum Schluss hin kommen erst die anderen Sachen dazu. Ja, der Kartoffelsalat ist schon fertig. Ich habe gar nicht die Kamera angemacht. Und der Dirk kam währenddessen. Und
Hat natürlich sich schon ein Tellerchen gekostet, aber der muss ja erstmal durchziehen. Ich hoffe, dass der ausreichend gewürzt ist, weil die Kartoffeln, die ziehen ja echt über Nacht sämtliche Gewürze daraus. So, dann habe ich das auf jeden Fall erledigt. Mal gucken, ob ich gleich noch schnell die Nussecken backe oder nicht. Ich weiß es nicht. Können wir noch morgen machen, dann sind die frischer. Die müssen aber auch mit Schokolade bezogen werden. Ja, morgen Vormittag kannst du morgens anfangen. Aber ich kann die auch hin. Ja, oder ich kann die backen und morgen machen wir die mit Schokolade drum. Ja. Ich gehe jetzt meine 15 oben und wollte mich wieder was gucken. Man muss auch am Telefon die ganze Wahrheit sagen, ne? Dass du rumgemeckert hast, dass ich nicht kommen konnte. Hab ich auch. Hast du mir aber am Telefon nicht gesagt. Ich hab dir aber gesagt, dass ich gesagt habe, dass... Ja, sonst hättest du mich heute mitgenommen. Ja, aber was du mit Ton was gesagt hast. Und bist einen halben Meter vor mir gegangen. Gefühlt einen Meter, deswegen hab ich damit was drin abgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das in die Jungs. Ihr müsst euch nicht immer so schnell verstreiten. Ich weiß nicht, schuld, die ist dann direkt vor mir weggerannt. Bitte, keinen Stress vor. Soll ich das den Jungs schenken? Du kannst selber entscheiden. Weil der gibt das nicht. Und wenn ich das trinke, ist es auch zu weit. Oh, das sind beide für mich. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal schnell wegfahren. Ich muss den Jungs zu Weihnachten. Aber kann ich mit dir fahren? Ich fahr schon mit. Oha, die Assoziale. Ja. Das kannst du rausschneiden. Boah. Nein! Nein! Ich mach immer so. Mein Schätzelein. Jana, lass die Treppe bitte ganz. Jana, du kannst von mir aus auch mitfahren. Ist mir das egal. Ich geh nur zwei Guthaben im Garten holen. Egal. Nicht verdient. Schon 50 Cent noch. Was Kinder, es ist nur Weihnachten. Das ist doch keine Materialversäbelei hier. Was besser ist, zusammensitzen und essen. Lecker Sachen essen. Lecker Würstchen. Guck mal, die Lecker. Würstchen schmecken ja so geil, aber das sieht aus wie so ein Hartz-IV-Topf. Aber, die Würstchen wie so aber der Opa, der sagte eben zu mir, das ist das Highlight, die Würste, ehrlich. Du hast die geholt, ne? Ja, ne? Ja, ja. Dann muss Opa sich ja gar nicht trinken. Gott sei Dank hatte ich die im Lidl getroffen. Ich habe sie nämlich voll vergessen. Ich dachte mir nämlich schon so, als ich die Geschenke geholt habe, dachte ich so, ey, hoffentlich treffen wir ohne Oma und Opa nicht, ne? Weil... Nee, die habe ich ja eben schon getroffen. Aber das von Oma brauche ich nicht nochmal einpacken, oder? Doch, so Überraschungseffekt. Was weiß ich. Aber nehme ich das da. Kannst du das erstmal mir überlassen, weil ich wo ja, mit einpacke? Ja, ich helfe dir doch. Ja, aber du kannst mir ja nicht bei allem helfen, ne? Nee, aber wie gesagt, mit den Jungs, ich musste dir helfen mit dem Namen. Du kannst von mir aus auch mitfahren, ne, Jana? Ey, ich brauche meine 50 Cent von dir. Hast du mein Ding geholt? Was? Irgendwas von den Haaren. Hab ich vergessen. Mama, hast du 15 Cent in der Portemonnaie? Du kriegst sie heute Abend wieder, aber ich will nicht hochlaufen. Ich hab nichts mehr im Portemonnaie. Ich hab eben mein letztes Bargeld euch gegeben. Ich hab... 50 Cent wollt ihr haben. Guck mal, sie läuft hoch. Weißt du, dass das richtig weh tut, in den Schuhen zu gehen, wenn die neu sind? Das tut richtig weh hier bei denen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mit den Schuhen gehe, dass mein rechter Fuß... Oh Gott, was habe ich denn alles wieder für Essensreste an der Hose hängen? Soll ich jetzt nicht abhängen? Weiß ich nicht, mit wem er telefoniert. So, und jetzt vertragt euch wieder. Bitte. Siehst du, sie hat schon Entschuldigung gesagt. Jetzt auch Entschuldigung sagen. Weil ihr beide gleich zicken seid. Ehrlich. Ich jetzt Stress an. Ja, ich war nicht da. Spiegelpaket. Das sagst du zu mir. Nein, weil der Maddox mit seinem Sabber wieder an ihr. Nee. Ja, dann tu deine Jacke nach oben. Jana, was du auch machen kannst. Vielleicht findest du... Hol dir einen Kleiderbügel von oben und hängst ihn in den Schrank rein. Da kommt doch nichts dran, weil hinten an der Garderobe ist nicht mehr genug Platz. Dankeschön. Danke, dass ihr euch wieder eingekriegt habt.
müsst euch nicht immer zanken. Ja, ich denke, diese Zeit, die wird auch rumgehen, wenn die Mädels so richtig mit ihren Hormonen klarkommen und untereinander klarkommen. Wird das sich alles wieder geben. Vielleicht werden sie irgendwann auch richtige Best Friends. Ich weiß es nicht. Bei den Jungs ist das ja genauso. Mal lieben sie sich, mal schlagen sie sich. Gut, ich mache mich jetzt schnell auf den Weg, damit ich das auch noch erledigt habe. Weil ich muss nämlich hier auch noch... Jetzt sag mir doch ernsthaft mal. Das ist doch alles mit Stress verbunden, der ganze Driss hier. Ja, so, hier ist der Blick in meinen zusammengewürfelten Kartoffelsalat. Deinen? Den ich gemacht habe, ja. Den die Kinder auch schon vernascht haben. Ja, wenn sie vernascht hätten, dann wäre er nicht mehr da. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Schätz mal. Frisch aus der Wanne. Weißt du, was ich jetzt mache? Aber ich habe gesagt, hat der eben schon in der Straße. Als er noch ja nicht gesagt. Gerade wieder angemischt war, hatte ich mich schon. Boah, der. Also, das ist. Also. Da, also. Hast du schon einen Löffel gehen? Oder soll ich mir. Nee, die haben alle mit dem Kochlöffel, wo ich mit umgerührt habe, haben die sich rausgeholt. Oh, traumhaft! Ich nehme mir erstmal ein kleines bisschen zum Testen. Der ist ja eigentlich für morgen, ne? Ja, obwohl ich nicht weiß, ob morgen noch da ist, mein Schatz. Ja, du wirst ja nicht jetzt heute Abend den ganzen Kopf. Also, das waren 3 Kilo Kartoffeln. Ja, aber. Würde ich mal so sagen. Kennst ja deinen Mann, ne? Die sind für morgen, ne? Ja. Ich geh zu den Kindern. Nee, ich bleib bei dir. Ja, ich hoffe mal, dass heute der Rund. Hast du das neu geholt? Ja. Ich dachte, ich mach das. Ja, klar. Berlin eben, ne? In der Rossmann-Tüte. Ich hatte ja hier rote Serpigetten, ne? Ja. Weil ich habe nur weiße, mir weiß nach roten. Die waren noch so in der Einkaufstasche bei den Geschenkrollen. Und da lag noch so ein bisschen was drüber. Guck, die so in die Tasche rein. Ich dachte, ja, das sind Servietten. Ich habe schon gedacht, du hättest Kondome gekauft. Kondome? Ja. Ja, genau. Sag, was soll ich denn mit Kondomen? Sag ich, wir sind alle, wir machen sowas nicht mehr. Wir sind hier mega im Einpackmodus. Mein kleiner Weihnachtshelfer. Ich bin ein helfender Elf. Ein helfender Elf. Und ich dope mich erstmal mit meinem selbstgewagten Fläschchen. Ich kann es aber nicht schön, ne? Hm? Ich kann es aber nicht so schön wie du. Hm. Scheißegal, wenn die aufreißen. Tut das nichts. Das ist noch so toll, dass eingepackt war. Liebe Leute, ich habe mal das tolle Gesinge im Hintergrund ausgemacht. Ich wünsche euch richtig frohe. Richtig? Ich wünsche euch frohe und gesegnete Weihnachtstage. Und mir fehlen gerade die Worte. Schöne Weihnachtstage. Ich weiß nicht, was ich noch mehr sagen soll. Schöne Weihnachtstage. Siehst du, das ist genau so ein. Unser Gehirn ist heute Abend schon leer. Ich krieg gar nicht mehr reden so richtig auf die Kette. Naja. Ich wünsche euch. Von Herzen frohe Weihnachtstage. Lasst euch reichlich bescheren. Lasst euch schmecken. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye.